Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Metro 2030. Was passiert eigentlich, wenn wir da einfach so auftauchen? Hallo. Wow. Dann kriegen wir einfach mal aus unempfindlichen Gründen Schaden. Okay. Na gut. Jedenfalls herzlich willkommen zurück zu diesem tollen Spiel. Wir sind hier wieder zurückgelandet, nachdem ich in der Falle gestorben bin. Wow. Was zum Teufel? Flieg doch lieber weg, ja. Boah, Alter, hat mich das jetzt... Der kommt wieder zurück, oder? Kann das sein? Wir sollten vielleicht nicht hier sein. Dieses Viech ist sehr böse. Und das lässt sich nicht so leicht töten. Habe ich so ein Gefühl. Also gehen wir doch diesen Weg, wo wir zuletzt in diese Falle gerannt sind. Hier sieht man die eigentlich ganz groß. Hier nochmal. So, ja, man sieht es sogar an dem. Hier ist ein Pfeil. Ja, Pfeile und so. Ja, danke. Jetzt habe ich Dosen aktiviert. Ah, man kann die einfach so toll deaktivieren. Jetzt habe ich auch schon so Lärm gemacht. Banditen werden wohl hier sein. Oder zumindest waren die mal hier. Ich habe die schwere Ausrüstung genommen und bin nach Norden zur Messestation gegangen. Wir haben riesige Probleme mit unseren alten Freunden. Wenn ich in ein paar Tagen nicht zurück bin, versammle unsere Männer und sag dem Oberst Bescheid. Viel Glück! Okay, also hier waren schon mal Männer. Geil, Musik. Okay, warum nicht? Das hört sich jetzt schon mal sehr freundlich an. Damit kann ich leben, in dieser unfreundlichen Gegend einen freundlichen Ton zu haben. Das ist sehr schön. Okay, wir sollen aber vielleicht weiter. Wir können nicht ewig hier verweilen. Sollen wir in dem Gebäude sind, hören wir jetzt die Musik, oder? Aber, naja, ich hoffe, wir hören trotzdem noch Gegner, wenn die auftauchen. Ja, denn das wäre ja sonst übel. Scheint nicht zu sein, ja, okay. So, hier waren wir also. Scheinen wohl doch keine Banditen hier gewesen zu sein. Nur sowas. Können wir das auch abnehmen? Hier ist sonst nichts, oder? Weiter anfallen. Ja, wir... Scheinbar geht das hier nicht, auf jeden Fall. Okay. Ja, oder hier. Die Falle einfach mal... Können wir die nicht einfach kaputt schneiden? So, irgendwie kann man nicht. Na gut, dann werde ich mich hier wohl fügen müssen. Und rüberhüpfen. So, also hier geht's weiter runter. Ja, ich höre immer mal wieder Schüsse. Von Hunter oder wieder Typis. Hä? Ein, was auch immer, passiert hier jetzt. Tote Stadt. Zum Fortfahren? Okay. Ja, wir sind doch schon in der Totenstadt. Wieso? Wir haben also den ersten Part bestanden, oder was? Scheinbar. Wieso geht's denn hier lang? Wieso taucht dann plötzlich irgendwo in der Gegend auf, wo es nicht mehr eine Verbindung gibt, wo ich war? Sehr fragwürdig, das Ganze. Okay, das sieht eigentlich aus, als ob ich mir das hier holen könnte, oder? Aber scheinbar nicht. Auf jeden Fall geht's hier weit runter, habe ich das Gefühl. Also hier geht's schon gar nicht weiter. Okay, wir haben aber Zeugs bekommen. Das ist sehr gut. Wir wissen, dass hier Leute waren. Und naja, irgendwas ist mit denen scheinbar passiert. Er hat eine schwere Ausrüstung und die hat er da liegen lassen. Kein gutes Zeichen, würde ich sagen. Ja. Sonst hätten die es ja mitgenommen. Wenn die weitergezogen würden. Und hätten nicht irgendwas anderes gemacht. Die Waffe, das kann ich auch noch nehmen. Sehr schön. Munition, ja, Munition. Hier alles voll. Vielleicht sind wir jetzt hier durch die Tür gekommen, ne? Anders. Oh, hier ist wieder solches tolles Wasser. Das freut uns natürlich. Durch solches Wasser zu warten. Oh, ja, danke. Egal, wir sind jetzt hier. So. Auf einer kleinen Rettungsinsel. Ja, hier sind... Hier ist Munition, die zeigt nach da. Das ist... Ja, was soll man sagen? Ein deutliches Zeichen, dass wir nach oben sollen, vielleicht?
Ich dachte, er sei noch. Hier ist auf jeden Fall noch Munition und alles. Sehr schön. Danke, ihr Leichen, ihr vielen. Also ich würde erstmal sagen, wir gehen nach oben, bevor wir jetzt hier weitergehen. Denn dort sollte es ja scheinbar auch was gegeben haben. Was ist hier? Ich sehe vielleicht noch irgendwas. Das ist so verdächtig eigentlich, aber scheinbar ist es hier, gibt es ja auch nicht viel. Naja. Dann nicht. So, hier sind wir hergekommen, oder? Dann laufen wir mal hier, wahrscheinlich direkt an eine Falle. Oder auch nicht. Aber wow, wir kriegen hier sehr viel Munition auf jeden Fall. Sehr erfreulich. Sehr, sehr erfreulich. Was haben wir da? 28. 108. 74. Also wir haben sehr viel Munition. Das ist sehr gut. Damit können wir eine Weile Mutantenhirne uns von denen entledigen, ja. Warum kriselt es manchmal? Na egal. So, wir werden jetzt hier wohl und übel lang müssen. Jupp, hier lang. Und wir werden ja schauen, was hier noch so alles abgeht. Aber wir sollten... Oh, komm her. Schnell wieder irgendwo rein. Ja, bevor wir hier... komm, komm, komm. Ja. Wow, Alter. Okay, hier war auf jeden Fall einer. Und ich nehme an, der wird nicht locker lassen. Auch wenn er weggerannt ist. Was sein Glück ist. Sonst wäre er jetzt voll tot. Hi, Hunter, oder wer auch immer. Du bist du doch, oder? Ja. Wir sind also an unserem Ziel angelangt. Oh, ich bin schon wieder in der Pfütze. Ja. Jo, hier ist er. Hier will ich aber auch mich ein bisschen umgucken. Denn hier sieht es so weitflächig aus. Bevor ich dann... Müssen wir hier eigentlich lang? Das ist wirklich... Können wir jetzt eigentlich den Weg gehen, den er gegangen ist oder was? Das wäre ja cool. Habe ich gerade... Er ist hier, hä? Er folgt uns jetzt. Ja, du bist ja sehr lustig. Dem folge ich jetzt mal nicht. So. Gehen wir wieder zurück. Der hat da gewartet auf uns, wieso? Ich dachte, da müssten wir dann auch lang. Hä? Okay. Auf jeden Fall atmen wir sehr schwer und so. Vielleicht folgt er uns ja jetzt auch. Weiß es nicht. Jedenfalls gut gemacht. Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht haben soll, aber vielen Dank dafür. Okay. Wir sind fast da noch irgendwas. Wieso redest du, wenn ich nicht in der Nähe bin, alter Mann? Okay, da hat er auf jeden Fall auf uns gewartet. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Ich glaube hier lang, oder? Jo, da ist es sehr schön. Ich glaube, unser Ding ist schon langsam im Arsch. Scheiße, kannst du sie hören? Nein, nein, ich höre gar nichts. Ich bin voll taub. Lass uns ein Stück zurückfallen. Ja, ja. Das ist vielleicht eine gute Idee. Wo sind die denn? Ja, da. Kann nur aus der Nähe schießen. So. Was ist denn hier los? Habe ich schon wieder X gedrückt oder was? Ja, ja. Okay. Der ist tot, habe ich das Gefühl. Ja, du bist auch tot. So. Miss Kerl. Das ist ja so egal hier. So. Zu zweit schaffen wir das locker. Nicht wahr, Tippi? Ja, für die AK mache ich aber ziemlich viel Unsinn. Wow. Mal ein Tor ins Bein zu schießen, ist bestimmt voll gut. So. Beine schießen von Mutanten. Aua. Du bist ein brutales Miststück. So. Ja, Hunter, du bist eine gute... Ja, danke. Töte ihn. Töte ihn. Alter, was? Da ist das Viech. Jetzt volle Kraft voraus, Adjon. Ja, okay. Das sollten wir wahrscheinlich wirklich springen. Wow. Was ist mit dir? Los, komm her, Mann. Wow. Okay. Das war sehr schön, dass er uns den Weg geöffnet hat. Als wir in den Untergrund gingen, erschreckte es mich, dass meine Stadt nun ein fremder und feindlicher Ort war. Ich hatte mich hier sicher gefühlt, in der Dunkelheit der Metro. Umso mehr,
Als Bourbon behauptete, er hätte in der trockenen Station Freunde. Ah, Bourbon war das, genau. Und da war ja der, der am Anfang gleich gestorben ist quasi. Oder verschwunden ist. Umso mehr als Bourbon behauptet, er hätte trocken. Ja, okay, wir sind, gehen also an einem Ort, wo wir eigentlich... Hör zu, die Station ist unter Kontrolle der Banditen. Wir müssen leise sein und uns umsehen. Wenn wir meine Freunde nicht sehen, müssen wir weg. Okay, ja. Wir fühlen uns also hier sicher, weil er Freunde hat und so, also wieder... Gehen auf dem Weg, aber Banditen sind hier auch noch. Muss ich hier irgendwo lang? Nee, das geht alles alleine, okay. Wow, heftig hier. Ich erinnere mich an dieses Gitter. Wir müssen nur... Ja. Wir mussten ja hierher, um in Sicherheit zu kommen. Leise sein, hä? Scheiße, da passe ich nie durch. Na gut, du bleibst hier. Ja, okay. Was machst du da? Ja, öffnet es. Ich... Und drin... Ja? Wir sind gut. Hä? Ja, das hoffe ich doch. Halt! Wer bist du? Hey! Ich brauche Licht! Ohohohoho! Wen haben wir denn hier? Ja, Bourbon. Es ist Bourbon, der Geldmacher. Okay. Und wer labert da? Bring mich zu deinem Boss. Ich habe etwas mit ihm zu besprechen. Der Boss? Aber natürlich. Was? Der Boss soll es also sein. Sie verhauen ihn. Wo solltest du sonst hin wollen? Was machen die mit dem Bourbon? Okay, das reicht. Sonst müssen wir ihn mitschleifen. Oh, ihr Schweine. Bewegung. Das bringen wir später zu Ende. Wollen die ihn umbringen oder Bewegung. Was? Okay, also wir sind, definitiv nicht in Sicherheit, würde ich sagen. Schau mal, ob er etwas vergisst. Ich sehe seine Sachen nicht. Yeah. Sollen uns vielleicht verstecken, oder? Ah, okay, wir nehmen natürlich seine Sachen hier mit. Zum Glück kann ich jetzt mich mal sagen. Hier gibt es nichts als Ratten. Ja, da hat sowieso. Oh, na gut, recht. Dann gehen wir. Wow, okay. Können wir jetzt abnehmen, ja, sehr schön. Können wir hier wieder Licht anmachen? So. Verdammtes Pech, ja. Oh. Oh. Was denn das? Ja, tu das. Wow, wir haben hier eine Waffe. Aber da haben wir gerade so viel Munition für, aber egal. Dafür haben wir auch viel Munition. Beziehungsweise könnt ihr ja hier noch... Wo ist die jetzt? Hier. Auch tauschen. Toll, die haben mich gesehen und jetzt hören die nicht mehr auf, oder was? Was haben wir denn jetzt? Nee, toll. Also entweder nehmen wir die mit... Jetzt habe ich die, ach egal, oder wir nehmen die hier mit. Die ist mir aber irgendwie lieber. So, wir können hier weiter. Wo bin ich denn jetzt hier? Licht? Ja? Weiß ich nicht. Ah, wir können hier auch noch. Was haben wir denn jetzt? Das hier. Ist das besser? Oder ist das dieselbe? Okay. Ah, wir können da voll viel reinstopfen. Die ist deutlich besser. Hä, wo denn? Aua! Mistkerle! Okay, ich glaube, dass ich die abschießen muss. Oh, ich bin tot. Da haben wir mal Granate geschmissen. Mistkerle. Also hier bin ich eindeutig nicht in Sicherheit. Ja, ja. Okay, also wir müssen hier aufpassen und sich erwischen lassen und so. Ja, sonst geht's uns dreckig, würde ich mal sagen. Das will ich jetzt nicht mitnehmen, oder? Das nehmen wir mit und das hier nehmen wir mit. So, das heißt, wir haben jetzt das hier. So, das hat 30 Schuss immerhin. Und wir nehmen das hier mit. Hey, diese Pop-Gun da von ihm. Da können wir auch ordentlich viel Munition reinstopfen. So. Jetzt muss ich mich hier versuchen zu schleichen. So. Ja, verdammtes Pech, hast du recht. Oh, da kommt jemand. Ich
Ich weiß nicht, muss ich jetzt ganz aufpassen? Können wir die... Wir können die auch leise töten, oder die Leute? Oh Mensch, das wird... Bin ich so gut im Schleichen? Ja, wir... Was ist los? Ja, toll, da war noch jemand. Den habe ich natürlich nicht gesehen. Toll, und jetzt? Wenn ich schieße, hören die mich doch. Die kommen hier nicht her. Haha. Was ist das? Hä? Ach so, hier hängt irgendwas an der Wand. Oh ja, toll. Na, jetzt kann ich auch die umbringen. Wenn ich weiß, wo. Ja, die sehen mich natürlich alle. Da ist einer. Na, Mistkerle. Ich kann aber auch hier. So. Ja, stirbt selber, ihr Mistkerle. Sind die aber nicht, oder? Ja, Arschgeige. Okay. Ja, wo denn? Okay, wir tun mal schnell hier. Aua. Mistkerle. Toll, hier kriege ich da unten noch. Oh, Alter. Wow. Mach die Augen auf, du Bastard. Wo denn? Da hinten. Okay. Tja, ich bin wirklich nicht gut im Schleichen, wie es aussieht. Und auch nicht gut im Ballern noch. So, wo denn? Oh, da. Die haben auch nicht alle Lichter an, das ist voll doof. Ah. Ja, tot. Ah, ihr seht, ich bin hier voll aufgeschmissen. Keiner da, vielleicht Geister. Das ist es, was ich gehört habe. Was? Okay, die merken das sofort, wenn man dann... Was passiert hier? Nichts. Was soll hier denn passieren? Seid doch nicht hier immer so... Eigentlich soll es am besten, ich bringe sie aber alle um, diese Mistkerle. Aber das können wir natürlich nicht. Das ist unser Tod, wie es aussieht. Da sind Pfeile oder so, also. Aber hier können wir auch lang. Frage ist... Da, ja. Da läuft auch jemand zu lang. Wir laufen hier einfach mal so. Wir versuchen nicht so viel Aufmerksamkeit zu erregen. Indem wir hier vorsichtig einfach langlaufen. Ja. Okay, ich glaube, der folgt mir wieder. Also, hier gibt's nichts. Sieht der Typ mich denn, wenn wir hier so entlang schleichen? Muss nur aufpassen, dass er mich nicht irgendwie sieht hier. Okay, wir laufen hier mal so lang. Ah, seht ihr, hier können wir noch entlang gehen, wenn das hier nicht alles so... Ja. Wenn das hier nicht so wäre, wie das ist. Okay. Ah, Schleichen ist immer so eine Sache. Bin daran nie gut gewesen bisher. Außer in Spielen, die dafür ausgelegt sind, komischerweise. Wer will mich denn rösten? Ich habe doch nichts gemacht. Okay, wir müssen uns jetzt irgendwo verstecken können, aber können wir hier nicht. Ja, da hast du recht. Das läuft ja davon. Na ja, komm, Mann, drück hier mal irgendwas Richtiges. Okay, also der schaut da gerade so lang. Soll vielleicht aufpassen. Und nicht so schnell laufen und so. Ja, verdammtes Pech, da hast du recht. Können wir hier lang? Hier scheint ja niemand zu sein. Ja, da müssen wir richtig aufpassen, glaube ich, wenn wir hier lang wollen. Aber theoretisch können wir hier lang.
Wow. Okay, wir laufen auch hier weiter. Hier muss ich den ab. Wow. Was ist denn hier passiert? Okay. Weiß nicht, was passiert ist, aber der ist einfach gestorben. Ja, das denkt er, hä? Okay. Können wir hier lang? Ja, das war aber keine gute Idee. Dachte, wir könnten das einfach mal machen. Granate! Oh ja, lass mich doch in Ruhe. Arschgeigen. Ja, das war keine gute Idee. Vielleicht hätte ich den umbringen sollen. Aber wir haben es sonst immer hier so gut geschafft, lang zu gehen. Dann plötzlich nicht mehr. Kam hier nicht irgendwie in den Untergrund? Nee, scheinbar nicht. Hä? Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber so, wenn man da so lang geht, dann. Ja, dann macht man sowas. Da. Komm. Das sind da hier auch Dynamit, okay. Der neue Pops hat einen Hals auf Bourbon. Ich wäre sehr überrascht, wenn dieser lügende Trunkenbold bis da kann ich hier einfach lang gehen. Willst du den neue Pops foltert, den Kerl? Könnte es, aber das ist so viel Aufwand. Bestimmt schießt er ihn einfach in den Kopf. Gut, dass wir ihn los sind. Ja, ja. Ich weiß nicht, was ich jetzt gemacht habe, aber ich kann hier immer noch nicht so lang. Fürchte ich. Ja, also da kann ich definitiv nicht lang. Ich weiß nicht, die sehen mich doch. Nehme ich an, dass sie mich sehen. Wieso ist der eine einfach gestorben? Oder sieht er mich nicht? Hey, was hältst du von neuen? Nee, scheinbar nicht. Warum fragst du? Ich arbeite schon seit 5 Jahren. Kann ich ihn töten? Scheinbar nicht. Na gut. Er ist verdammt clever. Was ich dachte, man könnte. Wow. Den habe ich gar nicht gesehen. Wir laufen hier lang. Das ist vielleicht sicherer. Ja, du hast recht. Hier sind Ratten. Voll große Ratten und so. Hier können wir auch mal lang gehen. Voll geil, der Weg hier. Aber hier brauche ich natürlich mein Licht. Sonst sehe ich gar nichts. Hier können wir nicht so einfach lang, habe ich das Gefühl. Nee, aber hier kann man sich gut verstecken. Aber ich glaube, die werden... Hä? Nein, ich stecke hier. Wow! Da läuft der einfach hier lang, der Typ. Ja, ja, ich knall euch jetzt ab. Mistkerle. Ja, ja, mach doch. Weiß ich nicht, ob die mich haben. Aber ich glaube, ich bin hier jetzt eingekerkert, oder? Nee. Bin hier noch nicht eingekerkert. Oder doch? Ja, dann mach doch. Hä? Tatsächlich, der schießt mich einfach mal ab. Ich habe gedacht, das sei vielleicht... Naja. Nicht so einer, der mich abknallt. Da, also ich weiß nicht, was das Geräusch sein soll. Aber das ist sehr seltsam. Oder was das hier macht, weiß ich auch nicht. Ja, hier können wir so lang. So, und können wir hier jetzt. So. Ich wäre sehr überrascht, wenn dieser lügende Trunkenbold bis morgen überlebt. Wir können jetzt hier auf jeden Fall den Weg gehen. Das ist cool. So. Hier scheint sonst nichts weiter zu geben. Was ist in der Tür? Oh. Das war vielleicht keine gute Idee. Wir schauen, ob wir hier lang gehen können. So, haben wir noch gerade irgendwie geschafft. Ich sollte nicht so auffällig hier rumlaufen, glaube ich.
War da jetzt jemand? Da stimmt was niemand. Vielleicht eine Ratte. Oh ja. Da war jemand. Dann laufen wir hier lang. Oder auch nicht hier lang. Seltsam. Scheint ruhig zu sein. Ja, da hast du recht. Ja, komm. Wir werden jetzt, wir müssen... Was ist los? Aua, er hat mich doch gesehen. Wo ging's hier? Ja, rein hier. Wow, okay, wir haben es geschafft. Ah, ist das aufregend hier. Nee. Muss ich hier lang? Nee. Hier irgendwo ging's doch lang. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber... Hier bin ich ja in Sicherheit quasi. Wenn wir den Typen da... Können wir den schnell genug messern? Das machen wir noch kurz. Wir messern den jetzt hier. So. Ja, stirbt noch weiter. Hä? Was haben wir denn da gemacht? Ich weiß es nicht, aber... Das ist... Ist der... Ist denn das Drogen hier oder was? Wow, wow, was passiert hier? Als ob ich in einer anderen Dimension plötzlich bin, hä? Ja? Ach so, jetzt haben wir ein Bajonett quasi. Statt die Pumpgun. Oder... Alles verlangsamt, wow. Ja, okay, wir dürfen das nicht mehr berühren. Sonst sind wir unter Drogeneinfluss scheinbar. Okay, wir können hier aber weiter. Jetzt haben wir jemanden getötet, der es deutlich verdient hat. Ob hier noch mehr sind jetzt von denen? Egal, Leute, ich glaube, ich muss auch so langsam Schluss machen. Weil sonst... Hier geht's, glaube ich, weiter. Wenn es sich noch mehrere Wege gibt zum Weitergehen. Scheinbar nur den Weg. Okay, Leute, wir machen auf jeden Fall jetzt Schluss. Wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch bisher Spaß gemacht. Wenn ja, wie wäre es mit einem Comment, einem Daumen nach oben oder was auch immer. Jedenfalls bis zum nächsten Mal. Ciao.